und willkommen. Ich bin Wolf Fuß und neben mir ist Hansi Küpper, der mit seinem Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Ich danke dir, Wolf. Es herrscht bereits eine tolle Atmosphäre hier im Stadion. Und beide Mannschaften stehen jetzt bereit, tja, um diese Stimmung auf den Platz zu übertragen. Mit der Formation werden sie ins Spiel gehen. Es ist wirklich beeindruckend. Die Fans sind jetzt schon nicht mehr zu halten und es sieht nicht so aus, als würde sich das in den kommenden 90 Minuten ändern. Die Partie hat begonnen. Flanke kommt, aber wird sofort von der Abwehr entschärft. Ein Schuss aufs Tor. Großartig in Szene gesetzt hier. Schießt er. Und nochmal Eckball. Den nimmt er mit viel Selbstvertrauen. Bilbao ist auch bekannt als Los Leones oder die baskischen Löwen. Und sie sind berühmt für ihre rot-weiß gestreiften Trikots und schwarzen Shorts. Ihr Stadion wird auch La Catedral genannt. Iturraspe. Was für ein kraftvoller Abschluss. De Marcos. Muniain. Und er schießt. Er trifft. Das erste Tor macht Athletic Club. Tolles Tor, genau in den Winkel, vorbei an den Fingerspitzen des Torhüters. Großartig den Ball behauptet. Das dürfte nicht im Sinne der Abwehr sein. Huntela. Das kann man besser machen. Das muss man besser machen. Das war ein klasse Kopfball mit wunderschöner Kopfballtechnik. De Marcos. Knappe halbe Stunde gespielt. Im letzten Moment geht er dazwischen. Ein guter Lauf. Sie versuchen es über die Seite. Abwehr ist zu kurz. Sie haben oft den richtigen Gedanken, aber sie sind schlicht und einfach zu fahrlässig bei ihren Pässen. Assistent lässt die Fahne um. Was für eine Rettungsaktion. Und er hat den Ball gehalten, aber er hat ihn nicht festgehalten. Glück für ihn, dass der eigene Mann zur Stelle ist. Der Schiedsrichter pfeift, der Assistent hat die Fahne oben, das war abseits.
Jetzt dann auch 5 Minuten zu absolvieren sind im ersten Durchgang. Trennt beide Teams ein Treffer. Huntela versenkt. Exzellentes Timing, perfekt verwertet. Da passte alles in dieser Situation. Wunderschöner Pass und herrlicher Abschluss. Vor das Tor. Per Kopf. Alles richtig gemacht, aber am Abschluss hapert es noch. Das war ein schöner Kopfball aus schwierigem Winkel und auch wenn der nicht ins Tor ging, die Zuschauer fanden das klasse. Sensationell dazwischen gegangen. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Die Mannschaft hat eine gute Vorstellung abgeliefert. Nach dem Rückstand hat man nicht aufgegeben und verdient den Ausgleich erzielt. Vor allem der Capitano hat das Heft in die Hand genommen. Und der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Susait. Gute Flanke. Er geht hoch zum Kopfball. Gutes Zusammenspiel. Huntela. Jetzt ist er drin. Es steht 2:1. Und da gibt es dann keine Chance, diesen Ball noch abzuwehren. Die Hintermannschaft unaufmerksam, die Hintermannschaft fahrlässig. Einer wie er nutzt das im 16-Meter-Raum gnadenlos aus. Versuch über außen. Und er ist immer noch am Ball. Der kommt direkt vors Tor. Da springt er hoch und will ihn reinnicken. Und wieder schlägt er ihn hoch ein. Auch diesmal kein Glück. Das war gar nicht so schlecht. Sie haben sich eine schöne Chance erspielt, aber sie schaffen es einfach nicht, das Ding reinzumachen. Da erarbeitet man sich Chance um Chance und macht das Tor nicht. Zieht aufs Tor. Gute Parade. An dem scheint man heute einfach nicht vorbeizukommen. Da müssen Sie sich was anderes einfallen lassen.
Schwach verteidigt, der Ball ist immer noch zu nah am Tor. Flanke, das gibt erneut Ecke. Huntela, sehr ordentlich die Abwehr, aber es geht weiter, Ecke. Neue Chance. Ein super Tor. 3-1. 7,32 Meter breit, 2,44 Meter hoch. Das ist das Tor und das ist der Schuss genau in den rechten Winkel. Aoutenesche. Llorente. Da hat er die Schusschance. Llorente schießt. Aber da ist der Gegner schneller. Dieser Pass bringt die Abwehr in Schwierigkeiten. Jan Huntela. Und er macht ihn. Er spielt den perfekten Pass zu seinem Mitspieler. Das ist Kombinationsfußball vom Allerfeinsten. Sie harmonieren, sie bringen die Pässe an den Mann und sie machen den Ball rein. Der Spielzug führt über außen. Die Flanke geht in die Mitte. Ein Eckball für sie. Huntela. Und noch ein Tor. Ein schönes Tor, aber die Ecke war auch hervorragend getreten. Kein Problem für ihn. Stark gemacht vom Abwehrspieler. Eckball. Er versucht's mit dem Kopf. So steht man hinten dicht. Und damit sind die 90 Minuten vorbei. Was für eine unglaubliche Aufholjagd. Mit den fantastischen Fans im Rücken hat man das verloren geglaubte Spiel doch noch gewonnen. Sensationelles Comeback, nachdem sie schon hinten lagen. Was für ein Sieg.
Wir verabschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertisen gemacht? Herzlichen Dank.